Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. Ich mariniere Tomaten und dafür brauchen wir 1 Kilo Tomaten, eine Zwiebel, eine große Paprika, 2 Esslöffel Dill, etwas Petersilie, 50 Milliliter Öl, 4 bis 5 Knoblauchzehen, etwas Basilikum, wer mag, kann eine Peperoni dazu nehmen, 2 Esslöffel Zucker, einige Pfefferkörner. Dann brauchen wir noch 20 ml Essig und einen Teelöffel Salz. Zuerst möchte ich die Haut von den Tomaten entfernen und dafür übergieße ich sie einfach mit heißem, abgekochtem Wasser und lasse sie so etwas stehen. So, und die anderen Zutaten gebe ich einfach etwas zerkleinert in meinen Mixtopf. Ich habe nur eine halbe Zwiebel genommen, die andere Hälfte habe ich einfach in Scheiben geschnitten und zu den Tomaten gegeben. Für die Schärfe, wer mag, kann noch eine Chilischote dazugeben. Ich habe die Kerne entfernt und es war trotzdem spicy. Deswegen macht es einfach nach eurem Geschmack. Wenn alle Zutaten drin sind, dann wird es einmal vermischt und püriert. Dafür stelle ich den Thermomix auf Stufe 6 ein für 10 Sekunden. So, nun ziehe ich die Haut von den Tomaten ab. Wie man sehen kann, haben die sich selber geöffnet ein bisschen. Wenn nicht, dann könnt ihr leicht einschneiden und die Haut abziehen. Ich habe einfach kleinere Tomaten genommen, aber ihr könnt auch größere Tomaten nehmen und die dann einfach etwas kleiner schneiden. Danach gebe ich einfach die anderen Zutaten, die schön püriert sind, zu den Tomaten mit dazu. Rühre das Ganze schön um und lasse es eine Nacht im Kühlschrank stehen. Also eigentlich ist es echt ruckzuck gemacht. Das Einzige, was etwas dauert, ist die Haut abzuziehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es sieht vielleicht jetzt nicht so appetitlich aus, aber die sind wirklich so lecker, diese Tomaten. Ja, ihr probiert es auch mal aus und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald!